Hallihallo, Grinders Gaming hier. Medieval Dynasty geht heute weiter, liebe Leute. Wir haben letzte Folge noch die Schmiede Nummer 2 freigeschalten. Die werden wir jetzt natürlich bauen. Also einfach auf die andere Schmiede oben drauf, so wie das gemacht wird. Zack. In der Zeit wird halt nicht gearbeitet, aber dürfte nicht allzu lang gehen. Wir brauchen 11 Stämme. 12, 13, wahrscheinlich 15 Stämme und 24 Bretter. Oh, Jesus, was war das? Also, ich habe das Spiel nicht fertig rendern lassen. Na, Manfred, alles klaro. Das machst du aber schön. Den Stock könnte ich brauchen. Ne, warte, ich brauche gar keine Stöcke. Kannst du behalten. So. Dürfte eigentlich nicht zu lange gehen. Hier, ich meine, Bretter am Start. Ich muss noch meine Produktion umstellen, glaube ich. Ich habe ein ziemlich gutes Kommentar bekommen, wie ich meine 4 Holzfäller einstellen könnte, damit die effizienter arbeiten. Finde ich ziemlich geil. Nochmal vielen Dank dafür. So, Boing, das haben wir. Jetzt brauchen wir 11. Genau, 15 habe ich ja schon gesagt. 15 Stämme. Die habe ich jetzt aber nicht. Definitiv nicht. Oder? Wie Holzstamm. Oh, doch, hätte ich sogar. Ich glaube, wir nehmen die jetzt einfach schnell hier raus und bauen das Ding fertig, damit die weiterarbeiten kann. So, dezent überlastet. Wie immer. Jetzt muss ich mal nebenher ganz kurz spicken, wo ich das Inventar abgespeichert habe. Irgendwo habe ich es. Wo habe ich es denn? Ja, ich habe es gefunden. Das werden wir jetzt gleich gucken, wenn das Ding hier fertig gebastelt ist. Wie wir das einstellen. Wenn ich es nicht sogar schon gemacht habe, aber ich glaube, ich habe es nicht gemacht. So. Oh. Da ist noch eine Wand. 9. Was brauchst du? 6 Stämme. Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Gut. Ich glaube, ich habe wieder so blöde Ruckler drin, weil meine Grafikkarte hatte schon wieder ein Update. Und da ist wahrscheinlich wieder alles verstellt, was nicht verstellt sein soll. Wie immer. Ich hoffe, es fängt sich gleich einigermaßen ein hier. Oder das Aufnahmeprogramm macht wieder Faxen. Und das Spiel stürzt ab. Das ist auch immer so eine Option, die man nicht unbedingt außer Acht lassen sollte. Ich nehme jetzt hier noch schnell die 2 Stümpfe mit. Dann habe ich die 6 Stämme. So. Das ist auch immer möglich, dass es am Aufnahmeprogramm liegt. Ich muss es echt, ich habe schon so oft gesagt, ich muss es wechseln. Ich muss es jetzt dann wirklich bald mal wechseln. Das Problem ist, dass ich halt meine kompletten Settings im neuen Aufnahmeprogramm wieder zusammenwursteln muss. So. Was haben wir denn jetzt hier, was wir vorhin nicht hatten? Wir gucken mal über die Verwaltung rein, glaube ich. Produktion, Schmiede 2. Na, was kannst du denn jetzt? Ach, jetzt kann ich hier Bögen konnte ich hier wahrscheinlich schon immer herstellen, ne? Die ganzen Eisenwerkzeuge wahrscheinlich, glaube ich. Ne? Nö. Wahrscheinlich. Eine Armbrust einfach. Oh. Mit Eisenbahn könnten wir uns sogar eine herstellen. Den Rest hätten wir hier. Was brauche ich denn für einen Eisenbarren? Nur Eisenerz und einen Hammer. Okay. Eisenerz haben wir schon. Müssen wir mal überlegen. Jetzt müssen wir aber erstmal hier unsere La Production ein bisschen umstellen. Gewinnung. So. Ich habe einen Kommentar bekommen, da hieß es 4 Holzfäller, stell die Produktion um. Einen nur Holzstämme machen lassen. Wir probieren es aus. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal echt gespannt. So, dauert es natürlich, das komplett hier ein bisschen umzumodellieren. Also einer macht nur Holzstämme. Weil die anderen wahrscheinlich... Ja, ist ja eigentlich logisch, ne? Wir brauchen für Brennholz und für Bretter brauchen wir Stämme. Ne? Stamm. Nur für Stöcke halt nicht. So, einer macht Stämme. Einer Holzstämme und Stöcke. Einer Holzstämme und Stöcke. Dann machen wir hier das Brennholz raus.
So. Machen wir das gleich mal auf 50, dann geht das andere nicht mehr weiter. So. Einer nur Stöcke und einer Brennholz und Bretter. Da bin ich mal gespannt. Oh, jetzt habe ich die Stockproduktion hochgemacht. Ne, stimmt auch. Holzstämme und Stöcke. Genau. Dann haben wir den hier. Nur Stöcke. Sind es nicht zu viele Stöcke dann? Ich weiß es nicht. Obwohl, wir brauchen ja eigentlich auch ziemlich viele Stöcke für unser Werkzeug, ne? Wir machen jetzt hier mal die Stockproduktion auf 75. Komm, baller mal ruf. Der macht halt 85 Stöcke. Ich glaube, wir lassen hier mal die 25% Brennholz drin. Und im letzten einen für Brennholz und Bretter. Das dürften wir auch hinkriegen. So. Brennholz und Bretter. Schön. Der macht 3 Brennholz. Der macht 5. Wieso macht denn der mehr? Liegt es am Skill? Der hat eine 1er Skill. Der hat einen 3er. Ja, daran wird es liegen. Der Wigbert. Habe ich da noch jemand anderen? Mit einem besseren Skill? Der Old Mir, der Bergarbeiter. Der Manfred, aber der ist noch zu jung. Ja. Ah, unser Wasserträger. Wir könnten Bigost in den Holzschuppen stecken. Ich meine, Wasser haben wir eh genug, ne? Also von dem her. Wo ist er jetzt? Hier, Bigost. Du gehst jetzt. Ja, jetzt kommt hier 11 Brennholz und 18 Bretter raus. Und jetzt haben die alle einen Dreier-Skill, ne? 3. 3, 3, 3. Perfekt. Gut. Ups. Einmal zu weit rausgeklickt. Der Brunnen ist unbesetzt jetzt. Hier kommt rein der, die, das Wigbert. Zack. Gut. Produktion von einem Eimer Wasser am Tag. Aber wir haben noch einen Haufen Wasser. Das wird der schon irgendwie hinkriegen, denke ich. Wir gucken jetzt mal, wie es wird. Jetzt hocken die eh alle da rum. Jetzt ist gerade fertig für heute. Tag ist gelaufen für meine Leute. Wir lassen jetzt die Produktion mal so stehen, wie sie steht. Und gucken uns die Geschichte an. Wenn nicht, können wir da immer noch ein bisschen rummodellieren. So. Schön. Gucken wir mal, wie lange der Tag noch geht. 5 Minuten. Ja, das kriegen wir auch noch gebacken. Was habe ich hier eigentlich noch alles rumliegen? Auch ein Haufen Zeug. Mhm. Hier ist noch Zinnerz. Okay. Meine Federn muss ich noch schnell wegpacken. Schon ein bisschen das Inventar leer machen. Und dann legen wir uns ins Bett. Dann ist der Tag gelaufen. So. Tyrilü, wo war ich jetzt? Hier habe ich noch ein paar Stöcke. Wir haben einen Haufen Brennholz schon, aber ich weiß nicht, wie lange das über den Winter reicht, ne? Hier sind noch die 2 Federn. Wenn nicht, bauen wir halt nochmal ein zweites Materiallager. Irgendwo anders ins Dorf. Aber da haben wir ja noch Zeit dafür. So. Bis jetzt ist es ja auf 1100 von 2000 Auslastung. Hier muss ich mal gucken, ist mein Verdorbenes eigentlich schon fertig? Nee, stimmt. Achso, nee, halt, das haben wir ja im Sommer reingeschmissen. Gut. Dann machen wir jetzt noch schnell einen Köpper. Bisschen waschen. Boing, erledigt. Rasenmäher sauber. So, dann gehen wir jetzt ins Bett. Starten den nächsten Tag. Gute Nacht. Und guten Morgen. Schön. So. Sehr schön. Dann bin ich mal gespannt, wie das wird. Meine Werkzeugproduktion ist ja jetzt, glaube ich, einigermaßen. Schauen wir doch nochmal in die Schmiede. Na, Steinäxte habe ich auf Produktion. Die Messer habe ich ein bisschen runtergefahren, weil ich zu viele hatte. Ich glaube, jetzt dürfte alles hergestellt werden.
wenn ich halt Material habe. Da fällt mir noch eine Sache ein im Grabungsschuppen. Ton kann raus. Stroh auch und Kalkstein auch. Und dann gehen wir hier mit der Steinproduktion noch auf 75. Ja. Oder? Wir machen sie auf 80. So. Wir brauchen auch ziemlich viele Steine für das ganze Werkzeugzeug. So. Gut. Gut, 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 gut. Das hätten wir. Perfekt. Weil die brauchen ja, die braucht ja für alle Steinwerkzeuge, brauchen die ja Steine und Stöcke. Dann brauchen sie Stämme für die Hämmer. Ja, ist glaube ich gar nicht so verkehrt. Gut. Cool. Jetzt habe ich noch eine Sache. Ich habe 18 von 19 Arbeiter. Ich bin ein bisschen verwirrt. Warum? Häuser. Achso, ich habe hier... Ah ja, stimmt. Stimmt, ich habe ja ein Haus gebaut. Stimmt. Da war ja was. Da wollte ich ja noch Leute holen. Was haben wir hier jetzt eigentlich? Ach, das ist Kohle auf dem Feld. Gut. Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir gucken, wo wir Leute herkriegen. Mal in Gostovia gucken. Wahrscheinlich am besten einfach mal nach Gostovia. Wenn nicht, dann gehen wir rüber nach hier... Borovo, sag ich doch. Mensch, hört mir doch zu. Die ganze Zeit Borovo gesagt. Ja, gucken wir, ob wir da noch jemanden abgreifen können. Zu zwei Leute. Männlein, Weiblein. Wäre gar nicht so verkehrt. Hier noch irgendwo ein Vögelchen unterwegs. Nicht. Dann nicht. So. Haben wir eigentlich gerade noch irgendwelche aktiven Aufgaben? Gar nichts. Hat auch niemand eine hier in der Gegend. Da oben wären viele. Das heißt viele, drei Stück. Naja, passt. Jetzt flitzen wir erstmal hier hin und gucken, ob wir hier noch jemanden finden. Meine Jagdhütten produzieren ja, glaube ich, momentan auch wieder gut Fleisch jetzt, ne? Ja. 1000 Nahrung, 648 ist Bedarf. Cool. Holz, bin ich mal gespannt. Jetzt ist es auf 625. Jetzt fangen sie aber so langsam an zu arbeiten. So, hier haben wir natürlich nur zwei junge Damen am Feuer. Stanislava, hallöchen. Siedlung aufbauen. Warte mal. Alter 20. Ich glaube, wir sollten eher sie mitnehmen. Obwohl, macht eigentlich keinen großen Unterschied, oder? Wir nehmen jetzt mal dich mit. Klingt gut, was ich gesucht habe, mit Vergnügen. Jo, dann Stanislava, wir sehen uns. Bald. Ich muss nur noch einen geeigneten Mann für dich finden. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Du musst nichts machen, außer in mein Dorf zu wandern. Und dann kriegst du auch schon ein Gebäude zugewiesen, um dort zu leben. Schön. Sehr schön. So. Auf nach Borovo. Ich weiß zwar noch nicht genau, wo ich die reinpacke, aber irgendwo werde ich die schon unterbringen. Dass die Enten aber auch immer losflitzen müssen, wenn eine abgeschossen wird hier. Also echt. Stellt euch eurem Schicksal. Euer Schicksal heißt Rasimir mit Bogen. Oh, ich habe sogar getroffen. Oh, schön. Nur ein bisschen Kleingeld sammeln auf dem Weg nach Borovo. So. Sehr gut. Hoffen wir mal, dass überhaupt jemand sitzt. Aber eigentlich werden die Feuer, also so wie ich bis jetzt gesehen habe, werden die Feuer ja, glaube ich, zu jeder Season, zu jeder Jahreszeit, wird das da resettet, wer da rumhockt. Beziehungsweise werden da wieder Leute aufgestockt.
glaube ich. Ich will jetzt aber auch keine Unwahrheiten verbreiten. Hier haben wir auf jeden Fall den Bratograd. Ja, komm, wir nehmen dich mit. Jo, perfekto, du kommst mit. Schön. Gleich in die Verwaltung, der kriegt gleiche Häusle. Bratograd am Start. Schön. Perfekt. Perfekt. Jetzt gehen wir noch zu meinem Lieblingshändler von Borovo. Der Ferdinand war es, glaube ich, ne? Ne, der Falibor war es. Ups. Ja, kann man ja mal verwechseln. Fängt ja weiß mit F an. So, hier hast du ein bisschen Fleisch. Stopp, Federn sind auch hier oben. Ein paar Federn. Das war's auch schon, mein Freund. Mehr habe ich nicht. Ne? Passt aber auch. Nur ein bisschen Kleingeld für auf dem Weg. So. Schön. Dann hätte ich gesagt, wir wackeln jetzt auch zurück und gucken, was wir mit unseren zwei neuen Bewohnern noch anstellen könnten in unseren Dörflein. Wo wir euch reinpacken. Ich gucke mir am besten nochmal in der Verwaltung an, wo es gerade hapert. Ja gut, der Brunnen ist unbesetzt, das ist klar. Fischerhütte ist auch unbesetzt, ist auch klar. In der Scheune fehlt Material. Tierhaltung, ja, ist gut. Schmied hat keine Mitarbeiter. Oh no. Hä? Ach, hat's die jetzt rausgehauen? Hat's die jetzt rausgehauen, weil ich die, weil ich die geupgradet habe wahrscheinlich, ne? Küche hat auch kein Material. Ja, dir fehlt der Kohl. Der Kohl fehlt, der Kohl. Aber kein Problem, der kommt bald wieder. So. Aber wo packe ich die jetzt rein? Ich weiß es immer noch nicht. Häuser können wir mal zumachen. Grabungsschuppen hat schon zwei Leute. Soll ich doch noch jemanden in den Brunnen packen? Hauptsache, dass die mal aufgeräumt sind und was zu arbeiten haben. Machen wir einfach mal. Bei der Jagd in die Fischerhütte jemanden reinpacken. Ich hätte ja einen Fischbär. Ich könnte höchstens gucken, was ich brauche. Obwohl, ich habe im Feldschuppen noch Platz für jemanden. Komm, dann geht's hier halt mitten in den Feldschuppen. Ich meine, die Leute im Feldschuppen müssen sich gerade um was weiß ich wie viele Plantagen kümmern. Und aus den 15 Problemen wurden plötzlich 7. Wahrscheinlich, weil ich jetzt endlich meine Holzproduktion umgestellt habe. Ah, herrlich. Oh, was haben wir hier Schönes? Leder. Geil. Schön. War's das? Ne, da liegt noch ein Paketchen. Salzfleisch. Nimm mit. Noch was? Nö, oder? Breitwegerig. Ja, komm, nehmen wir auch mit. Warum nicht? Kann man immer brauchen. Ja, den Stock auch, Rasimir, gell? Du und deine Stöcke immer. Ja, ja. Ist gut. Perfekt. Oh, wenn wir schon hier sind, nehmen wir noch ein paar Beeren mit. Noch ein bisschen Kompost herstellen. Je nachdem, wie effektiv meine Plantagen sind, habe ich vielleicht sogar bald sehr viel Verdorbenes, wenn die mein Obst nicht gefuttert kriegen. Obwohl ich glaube, dass sie beim Obst schon ordentlich reinhauen können, weil Obst ist halt Obst, ne? Da bist du halt nicht unbedingt mit einem Apfel am Tag gesättigt. Da brauchst du ein bisschen mehr. No? Wir gucken gleich mal nochmal rein in die gute Nahrungsmittel-Nahrungskammer, genau. Ja, das machen wir. So, Nikola ist wieder am Schaffe. Hier packen wir noch ein paar Beeren rein. Hat alles gepasst, perfekt. Sehr schön. Gut. Nahrungsmittel. Ich weiß noch nicht, wie lange das Obst hält. Rein theoretisch dürfte es ja eigentlich nicht lang halten, das Obst. Hat immer noch 100%. Aber das ist alles auch gestern geerntet worden, glaube ich, ne? Die Äpfel, ich habe die Hälfte ja schon vertickt. Ich habe überall den halben Stack mitgenommen und verkauft.
Wir haben so viele Morcheln. Ich glaube, die nehmen wir mal mit und verkaufen die. Warum nicht? So. Gut. Gut, 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 gut. Das haben wir geupgradet. Wir haben nochmal zwei Lloyds geholt. Die haben wir auch schon in irgendwelche Gebäude gesteckt. Ich weiß halt nicht. Ich kann momentan nicht großartig... Also ich kann ja nichts bauen, ne? So ein Holzschuppen 2 wäre mal eine feine Sache. Eine Mine wäre auch fein, aber da brauche ich noch länger. Kräuterhütte 2 hätten wir bald frei. Ja, was heißt bald? Ein bisschen was fehlt schon noch. Vielleicht legen wir auch nochmal ein paar Plantagen an, ich weiß es nicht. Hier sind wir soweit auch versorgt. Vielleicht doch nochmal irgendwo ein zweites Materiallager aufstellen oder so. Müssen wir mal gucken. Ich muss auch mal gucken, wie es im Nahrungslager aussieht mit dem Platz, aber ich glaube, das ist noch gut. Da ist noch gut Platz. Ja, 80 von 500 Kilo, hallo, geht's noch? Das reicht ja massig. Oh, da sind noch Bären drin. Gib mal her, die Bären. Man könnte mal rein theoretisch, weil die Morcheln sind ja auch Nahrung. Das will ich testen. Ich meine, geldtechnisch sind wir ja gut dabei. Ich würde sagen, wir nehmen mal so ein Stack Morcheln. Oder wir nehmen alle. Und gucken, ob daraus auch Kompost wird. Ich glaube schon. Dünger ist gerade wichtiger wie Geld, weil wenn ich keinen Dünger mehr habe, muss ich Geld ausgeben für Dünger. Deswegen machen wir das lieber so. Gut, jetzt wollte ich hier noch irgendwas reinschmeißen. Ich habe irgendwas noch gefunden, den Stock. Was war es noch? Das Leder. Gut. Perfekto. Sehr schön. Ja, liebe Leute, dann sind wir für heute durch. Ich gehe mal zu meinem Sohnemann, der spielt mit seiner Rassel. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid mega geil und ich hoffe, ihr werdet jeden Tag einen Ticken geiler. Würde mich megamäßig freuen. Genau wie es mich megamäßig freuen würde, wenn ihr mal den Kanal auschecken würdet, ob ihr da andere... Vielleicht findet ihr da andere Videos, die euch gefallen könnten oder andere Spiele, die ich schon gespielt habe und noch spielen werde. Likes, Kommentare und Abos sind auch nicht verkehrt, aber ist alles freiwillig. Ich zwinge euch zu nichts. Ich wünsche euch noch einen geilen Tag. Man hört sich. Ich bin raus. Ciao, ciao.